wenn ich das tue, ist es möglich für mich, meinen Rückenwinkel gleich zu halten. Hallo, willkommen beim Wohnort Golf. Egal, was dein Handicap ist, du solltest unbedingt schauen, dass du diesen zwei sehr vermeidbaren Haltungsfehler vermeidest. Ich nehme meinen Stand ein und vielleicht kannst du sehen, was ich verkehrt tue. Okay, nachdem ich meine Probeschwünge mache, nehme ich meinen Stand ein. So, jetzt kommt der Fehler. So, wie du sehen kannst, mein Rücken ist nicht gerade. Außerdem ist mein Hintern sehr weit hinten. Und diese Position sieht man überall auf den Golfplätzen auf der Welt. Und die kann man wirklich wegbekommen. Man muss lernen, und das ist der wichtige Punkt, aus dem Hüftgelenk zu beugen. Wenn ich das tue, ist es möglich für mich, meinen Rückenwinkel gleich zu halten. Nur ich erwarte nicht, dass du jetzt den perfekten Rücken hast. Aber dein Rücken, so wie er ist, sollte bleiben und nicht das passieren lassen. Nur es gibt einen ganz tollen Weg, das zu üben, um ein Gefühl zu bekommen, aus dem Hüftgelenk zu beugen. Und da brauchst du nur einen Schläger. Das kannst du jetzt zu Hause tun. Und alles, was du tun brauchst, ist den Schläger auf deinen Rücken legen. Und dann bitte auch gucken, dass dein Kopf den Schläger, den Schaft berührt und dein Po. Und jetzt musst du das ein bisschen üben, aus dem Hüftgelenk zu beugen. Mach das wirklich mehrmals, damit du ein Gefühl bekommst. Natürlich, wenn du es falsch machst, wird das leicht passieren. Okay, so dran lassen und du wirst dann sehr schnell ein Gefühl dafür bekommen. Aber was ist mit dem Hintern? Oder das Hüftgelenk, wo sollte es sein beim Stand? Nimm erstmal deinen Stand ein. Du weißt jetzt, wie du den Rücken gerade hältst. Dann musst du schauen, dass dein Hüftgelenk genau oberhalb dein Knöchel ist. So, und das schaffst du, indem du deine Knie leicht nach vorne bewegst. Und dann ist das Gleichgewicht passt es und meine Hüfte sind dann plötzlich befreit, damit ich mich besser drehen kann. Und natürlich den geraden Rücken wird mir helfen, viel weiter rumzukommen, ohne kompensieren zu müssen. Das ist der Grund, warum ein gerader Rücken wichtig ist. Okay, ich werde jetzt mein Eisen 4 verwenden, um ein ganz knackiges, langes Eisen zu schlagen. So. Gerade Rücken, Knie vorne. Ja, das passt. Okay. Jetzt geht's los. Und es macht Spaß, mit einem langen Eisen zu schlagen. Aber dafür ist die Haltung sehr, sehr wichtig. So, schau mal, wie es bei dir aussieht. Bitte einen Spiegel verwenden. Oder jemand kann dich anschauen oder natürlich aufnehmen. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache für dich, für die kommende Saison. Danke für das Zugucken und eine schöne Golfwoche wünsche ich dir, hoffentlich beim wärmeren Wetter.